Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Moment. Ein Frosch im Hals nämlich auch noch. Sehr schön. Also, wir sind hier wieder zurück. Ja, bei dieser Vault-Tech-Geschichte. Aber, in einem anderen Raum. Ich bin einfach hier rein, ne, und dachte, das passt schon so. Nö. Also hier hat es definitiv zwei Ein- bzw. Ausgänge. Ich glaube, wenn man da durchgeht, kommen wir wieder zu dem Raum, wo wir vorher waren. Ja. Aber es soll nicht unser Pech sein, weil es gibt hier haufenweise Schrott zum Sammeln. Ganz genau. Na gut, so. Und ja, das nehmen wir halt alles gerne mit. Ich war nämlich am Anfang, als ich wieder hierher kam, total verwirrt. Ich dachte mir, ich spinne komplett. Habe ich das alles übersehen? Das kann ja nicht sein. Irgendwie schaut es hier auch anders aus. Voll komisch. Und ja, nein, ich bin hier im Moment einfach zu einer anderen Tür rein. Nämlich dann zu der Tür, wenn man sich hierher portet. Einfach geradeaus gehen und schon bist hier drin. Jo, ist ja wurscht. Die werden schon irgendwie wieder zusammenkommen. Es geht, ist scheinbar eh ein Kreis, wenn man so möchte. Also, ich denke mal, wenn wir darüber gehen, verbindet sich das wieder. Ich möchte gerne mal den Lift hier benutzen. Perfekt. Und schauen wir einfach mal, was passiert. Untere Ebene. Ah, okay. Das ist nur untere Ebene. Okay. Alles klar. Jetzt bin ich im Bild. Ja. Ja. Ach so, das ist nur oben unten. Gut. Ich würde nochmal vorschlagen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Informationen erhalten Sie bei einem Verkaufsmitarbeiter, wo Sie sich auch für das Vault-Programm registrieren können. Ja, ich weiß gar nicht. Vielen Dank und viel Spaß noch hier in Nuka World. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Ich gehe jetzt einfach Erleben mal hier Sie durch. Eine Zukunft in den Sternen. Erleben Sie Vault-Tech. Erleben Sie eine Zukunft in den Sternen. Boah, das schaut Erleben furchtbar aus. Ein spannendes, wie gesagt, ich habe... Ich habe keine Ahnung, in der gesamten Galaxis und darüber hinaus. Was ich da jetzt genau gesagt, wo ich da noch überall hin können, machen sollen. Was war das jetzt gerade? Und dank modernster Technologie von Vault-Tech können Sie darauf vertrauen. Oh oh. Oh oh, ich werde jetzt schon wieder abgeschossen. Ja. Was? Raus da. Alter. Ja. Wie gesagt, keine Ahnung. Oben, unten, links, rechts. Was machen wir zuerst? Ich weiß nicht. Ich versuche nur mein Bestes zu geben. Du Klumper, du Deppatz. Der ist schon mal weg. Dann ist noch so ein Klumpert. Alter. Ne? Neues Abenteuer erwartet. Besto Deppert, geht schon wieder um. Ist ja schlimm, sowas. Warten Sie. Hunderte von Kolonien in der gesamten Galaxis und darüber hinaus. Jawohl. Gusch. Es ist ja unglaublich, ne? Bast. Dass ihre Kolonie jeder Herausforderung trotzen kann. Ja. Toll. Das findet dem gehört, richtig? Ja. Gehst einfach irgendwo rein und ist wieder gefallen, ne? Das ist einfach zu groß hier. Echt wahr. Wirklich. Es ist so groß hier. Ich beschwere mich jetzt mal kurz. Auf hoch. Was? Au. Beschweren auf hohem Niveau. Es ist unglaublich. Auf zu schießen.
Da. War da nicht noch wo? Ja. Da nicht noch eins? Schaut dir das. Alter Schwede, echt. Okay, dachte schon, ich bin überladen. Geht, glaube ich, noch. Ach, glaub, das geht hier noch. Kann ja nicht überladen sein, ich war ja ausleeren. Ja. Das war gerade, ja, dumm von mir, Entschuldigung. Der Schock. Schock, schwere Not. So. Ich wollte eigentlich, ich dachte, ich schau mal nach hier, ne, und so, und dann bist du wieder angeschossen. Und ja, ist gut. Und überhaupt, das ist übel. Wir müssen Krotzi werfen. Betreten Sie Ihre geräumige Privatsphäre. Ja. Geräumig und so, Alter, das kann auf jeden Fall dann das Rudel haben. Aber ich will die alle umnieten, weißt du? Ich will unbedingt die Roboter und so umnieten, weil es jetzt wie viele Punkte die geben, ne? 61 Rufpunkte, das will ich echt nicht stehen lassen. Das ist halt echt super. Das will ich echt nicht wirklich. Ich will das alles mitnehmen. Es ist ja für uns. Und jetzt bin ich halt leider Gottes in einem anderen Stockwerk passt, aber anderer Raum. Es ist echt voll verwirrend hier. Halt, ist da irgendwas um die Ecke? Ich will jetzt schon wieder angeschossen werden. Hallo? Okay, da ist nichts. Alter Sockenschwede, was ich keine Ahnung. Stehlen? Echt? Wer soll sich da beschweren? Interessant. Aha. Aha. Okay. Okay. Interessant, gleich mal nebenbei irgendwie eine Quest abgeschlossen. Was eigentlich gar nicht sein soll. Betreten Sie Ihre geräumige Privatsuite, ausgestattet mit allen gewohnten Annehmlichkeiten. Ja. Sehr angenehm. Alter, da gibt's Türen und alles. Da kommen wir sicher irgendwie rundherum, ne? Also wieder dort raus, wo wir im letzten Part waren. Ob es nicht eh schon der Raum ist und ich habe den. Ich bin da einfach nur verreckt, ne? Ich glaube, das war eh schon so. Ja, das passt schon so, sicher, freilich. Aha. Da bin ich einfach nur verreckt. Warte mal. Das ist der Raum, wo wir aufgehört haben. Yay! Speichern. Unbedingt. Ist gerade ein bisschen lustig, komisch, wie auch immer. Speichern. Dann hier weiter. Na, öffne bitte. Ja, kein Problem. Okay. Ich wollte heute Nacht sowieso nicht schlafen. Okay. So, das nehmen wir alles mit. Oh, sauberes grünes Kleid. Holala. Halt, da ist auch was. Passt. Hier drin, da und so. Wieder ein Schlüssel. Haufenweise Ordner. Verbranntes Zeugswerk. Da haben wir noch was. Ach. Einmal geht noch. Ach. So, ist schon viel besser. Da haben wir auch was drin. Weil immer Futter essen geht auch nicht. Man ist ja auch mal durstig. Jawohl. Ach, herrje. Ist da noch irgendwas Besonderes? Hier vielleicht und das hier. Und ja, da hinten. Gut und schön. Das wird ein Spaß. Was? Raus. Oh, Gottes Willen. Diese Kackdinger, ne? Ich schau nie nach oben. Ich bin selber schuld. Du Dreckiges. Was, so schnell? Ich war ja noch voll, oder? Gott,
Gott sei Dank habe ich gespeichert. Ich habe es schon wieder gespürt im linken Hüftknochen. Boah, das sind echt stark. Und das, obwohl ich sogar die Powerrüstung wieder aufgewertet habe. Ne? Ich muss das jetzt echt... Mach auf den Dreck. Ich muss da jetzt echt erstens mehr aufpassen. Ich wollte heute Nacht sowieso nicht. Ja, gusch, mehr aufpassen. Und zweitens muss ich gleich mal die Waffe wechseln und die schon im Vorhinein abballern. Bevor die auf mich überhaupt schießen können. Ich muss da jetzt echt drin. Ich war voll. Und die schießen da zwei, dreimal und du bist weg. Ich kann, das ist echt eine Frechheit, sowas. Beschwerde. Beschwerde. Lumpert echt. Warte mal. So. So. Passt. Das zu dem. Da oben im Eck, ne? Dreckschwein. Alter, Alter, ist das wieder toll platziert, echt. Ich sehe dich. Boah! Alter! Na, das ist jetzt ein Blödsinn, ihm das zu geben, wahrscheinlich. Alter, ist das unfair! Dadurch, ey! Ich hoffe, dass da wenigstens dann ein Level Up für uns rausschaut. Weil alles andere wäre echt unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du da so durchkämpfen musst, jetzt sind wir da schon, keine Ahnung, im vierten Bad drin oder was, keine Ahnung. Alter Socken. Es ist zwar echt super von den Punkten her und so, aber... Boah, ein falscher Schritt und du bist wieder des Todes. Ja, des Todes. Da ist ein Baum? Och Gottchen. Und das sind keine düsteren Bunker. Oh, oh. Geht schon rum. Geht schon rum. Es geht schon wieder um. So, her mit dem da. Bin ich richtig mit der Waffe? Ja. Kommt er? Ja, kommt schon. Ja, das war jetzt nicht wirklich gut. Komm her, baller die weg, du Sau. Passt. Ich will da wohl herkommen, ne? Wow, da drüben. Was tust du denn da drüben? Puh, schnell weg. Was essen? Aha, da drüben. Da brauchen wir Scharfschützen von Gewehr. Scharfschützen, Gewehr. Was? Umgeballert. Da drüben ist auch einer. Alter, baller, baller, baller. Boah. Da, noch jemand? Ich glaube, es schaut gut aus. Alter Schalter, ey. Wo bist denn du jetzt hergekommen? Drecksklumpert, echt. So, weiter geht's. Komm, Gage. Auf geht's. Erstmal die Dame da durch. Danke. Bist du gescheit. Was? Mieb? Hört's auf mit dem Mieb. Ey, unglaublich. Du kannst echt, wenn du ein paar Roboter besiegt hast, sofort speichern. Puh, ich drehe dir wieder in ein Fettnäpfchen. Wirst du schon sehen? Das ist hier nichts Neues. Jetzt denkst du nicht am... Ist das so eine Simulation oder waren die Bäumchen wirklich mal grün? Und hätte das Institut abbilden sollen? Keine Ahnung. Haben wir hier irgendwas? Nein. Da, ja, natürlich. Hier irgendwas? Nope. Boah, ey.
es ist so groß und so viel zu mitnehmen und ich will das alles mitnehmen oder zumindest das meiste, was ich eben nicht übersehe, bleibt. Ja, was ich nicht übersehe, kommt eh mit und was ich übersehe, bleibt hier, so wollte ich sagen. Was ist das? Boah. Eine Safe-Wand. Safe-Wand. Fake-Wand. Fake-Tür, so würde ich sagen. Gut, da sind wir hier dann ja fertig eigentlich hier. So, eine Vase. Eine Vase, die hätte ich fast übersehen. Eine Vase. Dann gehen wir hier zurück. Boah, da ist eine. Also. Ihre Kolonie bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche, in denen sie sich wie auf der Erde entspannen. Ja, ist mal. Hallo? Ja? Wer randaliert hier? Haben wir den hier? Da war man. Gut. Gut. Da hätten wir es eh fast geschafft gehabt letztens. Oh, wie gemein. Wie gemein. Warte. Wir können aber, um noch mehr EPs zu bekommen, weil es sind sicher oben, wir werden jetzt in den nächsten Stock raufgehen. Da gibt es sicher noch mehr Gegner. Ich möchte schnell nochmal aus der Rüstung hier raus. Machen wir doch Bettgeflüster, ne? So, Schnarch. Du kannst hier nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Welche Feinde denn? Ach, leg mich doch am Arsch. Entschuldigung, das ist ja wirklich wahr. Entschuldigung, aber... Ach komm. Weißt du was? Dann halt nicht. Wir haben eh so gut geskillt, dass wir sowieso Punkte bekommen. Also, hupf in Gatsch. Mit allen gewohnten Annehmlichkeiten. Arsch, noch nichts. Das ist ja unglaublich sowas. Es ist einfach unfassbar, dass ich das noch... Und erleben muss. Genießen Sie gehaltvolle und abwechslungsreiche Kost aus den hydroponischen Gärten der Kolonie. Was? Ich höre sowas. Alter. Du Klumpert. Da, Kotzi, ne? Tschüss. Das hat Spaß gemacht. Alter. Zeit zum Spiel. Rufen wechseln, wieder auf unsere Schritt. Auf unsere Schritt. Komm her, Krüppel. Renn dir deinen Schädel weg. Ah, oh, geht ja. Rufen wechseln. Es ist, ja. Also wenn wir das überstanden haben, ganz ehrlich, dann brauche ich vor keinem Dungeon mehr irgendwie Schiss oder so haben. Alles gut. Na, wo ist denn jetzt das Klumpert? Betreten Sie Ihre geräumige Privatsphäre. Das ist schon hin? Ja, super. Die haben die Hosen voll. Ah, nicht wörtlich. Gut. So. Das nichts zurück. Na, wirklich nicht. Genießen Sie. Da drüben. Schieß nur, du Krüppel. Jetzt bin ich dran. Boah. Weder war das gerade Volltreffer oder der war einfach nur schwach. Genießen Sie gehaltvolle und abwechslungsreiche Kost aus den hydroponischen Gärten der Kolonie. Riechen Sie die Frische. Ach so, das soll ein Geruch ding. Ja, riecht das frisch. Boah. Habe ich schon seit mehr als 200 Jahren nicht mehr gerochen. Jo. Aha, da komme ich hier ran. Technologie von Vault-Tech, können Sie darauf vertrauen, dass da wachsen Früchte. Ich glaube, ich bin. Trotzen kann. Ist ja nicht zu glauben. Sogar Tontöpfe haben sie hier. Aha. Kürbis. Da Früchte. Aha. Ja, Karotten. Dünger. Aha. Ebenfalls hier noch ein paar Bärchen, Karöttchen. Da ist sonst, glaube ich, nichts mehr. Ich muss noch mal mich kurz ducken für den Fall. Ach doch, hier doch ein Spüllappen. Ich duck mich noch mal kurz, damit ich auch das sammeln kann, was am Boden ist. Auch wenn das leider nicht, also wenn das nicht immer gern gesehen ist, tut leid. Aber in diesem Fall, ich komme sonst nicht dran, weißt du? Ich bin zwar in Wirklichkeit nur 1,53 groß,
Aber das wird sonst nichts. Kannst du mir glauben, das wird sonst nichts. So, wir müssen jetzt darüber und daher und darauf. Richtig. Das heißt, wieder speichern, bevor ich erschossen werde. Kommt ja so gut wie nie vor. Wer will mich hier erschießen? Dabei niemand. Wahnsinn. Dass ich das auch noch erleben darf, aber hier wahrscheinlich wieder, ne? Und das sind das sind jetzt hier oben. Bunker. Ihre Kolonie bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche, an denen sie sich wie auf der Erde entspannen können. Okay. Das ist, ach so, ich verstehe schon. Das ist einfach so gebaut, ne? Und dann hast du hier halt eben die Türen gehabt. Da könnte es dann noch weiter. Ah, von da ist er, Kummer. Ah, so ist das. Kann ich mir jetzt halt vorstellen. Was ist das eigentlich immer für ein Knopf? Und das sind keine düsteren Bunker. Ihre Kolonie bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche, in denen sie sich wie auf der Erde entspannen können. Haha, da bist du! Die dachten wohl, die hätten eine Chance. Passt. Entschuldigung, ich war gerade konzentriert. Kommt hier und Winter, hier und Winter. Kommt hier und da auch vor. Oh mein Gott. Schwierig, weg da. Ah, ba-ba-ba-ba-ba, karapam. Karapam. Hm. Baby, schwierig. Komm her, Viech. Sind wir fertig? Kann ja nicht sein. Ja. Schaut gut aus. Mir wird schwindelig. Okay, da ist eh nichts. Passt. Passt. Hier noch was. Geschützturm, ja. Du bist auch so ein Geschützturm. Echt, das ist ja gleich. Aha, was haben wir denn da? Ja, mach auf den Dreck. Was? Nur du? Gut, ich nehme das trotzdem mit. Ah. Sackgasse. Na, Fisch. Dann haben wir hier noch ein abgenutztes Klemmbrettelchen. Und das haben wir hier. Ah, wieder sowas. Alles klar. Noch mehr Kaliber. Noch mehr Munition. Na, das macht das Leben leicht. Also Burschen, ich sag, Burschen-Mädels, ich sag euch eins, ne, ihr Raider-Typen. Wenn wir das jetzt hier geschafft haben, will ich ein Lob haben, ja? Ich will da ein Lob haben von euch. Bah, ey. Na, das war richtig harte Arbeit, nur damit ihr das wisst, ja? Das war Arbeit, wirklich. Braucht zu die Zuschauer fragen, wenn ihr mir nicht glaubt. Ja, ne, das war Arbeit, das könnt ihr auch so bestätigen. Okay, da ist sonst eh nichts. Ruck. Doch das Leben ist möglich. Alter, okay, von wegen zurück. Willkommen in der Vault-Tec-Kolonie Arcturus. Willkommen zu Hause. Ja, nachladen und auf jeden Fall mal speichern. Jesus, na. Das ist ja riesengroß hier. Arcturus Prime. Eine Grenze. Und weg. Weg, 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 weg. Den einen wollte ich noch geschießen. Ha! Na, das ist gut schon. Fast? Was, nur 13? Das ist schon unfair. Es gibt ja nur 13. Na, wo bist denn du, Depp? Aha, da steht da oben. Dann brauche ich da das Schützenscharfgewehr. Schützenscharf, komm her. Komm her, Schützenscharf. Wo ist denn der Depp? Depp? Da. Passt. Fertig? Was haben wir da oben? Okay, das ist für nix. Ach, je. Geht's dir gut? Ja. Ich freue mich schon wieder, wenn wir dann wieder mal... Ich hoffe, das haut auch hin. Aha, da ist nichts mehr. Wenn wir wieder mal mit unseren Robotern durch die Gegend stravanzen dürfen. Hallo? Ist hier jemand? Na, schaut gut aus.
Keine bösen Roboter? Nein. Derweil noch nicht. So, viele, viele Ordner. Das nehmen wir auch mit. Und den Anzug nehmen wir auch mit. Und da ist, glaube ich, auch... Warte, hier Hammerlein. Und hier oben ist auch was da. Und dieses. Und dann da oben ein Einkaufskorb, der... Was auch immer der hier macht, aber ja, der ist da. So. Hui. Ja. Können wir auch schon weitergehen. Arcturus Pro, reisen Sie mit uns in die Zukunft, in der die Menschheit zu den Sternen... Ah, ja, jetzt sind wir da. Okay. Oh, schau, was liegt denn hier? Danke, Gnädigste. Das ist echt nett, dass sie das über 200 Jahre da für mich extra schon... Für mich war dieser ganze Vault-Mist totaler Quatsch. Ja. Steckt das nicht ist... ohne Kontrolle über irgendwas unter die Erde. Ja, ja, da hast du recht. Kann das schon passieren? Jo. Mich. Da komme ich raus. Dabei raus. Danke, Gnädigste, wollte ich nur sagen, dass du das über 200 Jahre für mich hier verwahrt hast. Die hat genau gewusst, dass irgendwann mal diese Haarklammerbox ganz, ganz, ganz viel wert sein wird und brauchbar sein wird. Das hat die einfach gewusst. Da geht es jetzt eigentlich rauf oder runter hier nochmal? Ich denke, es wird nach wie vor runtergehen, ne? Nach oben. Oh, nach oben? Yeah. Da drüben eine nach unten und der nach oben. Ebene. Voll aus Versehen das Richtige gemacht. Wow. Oder zumindest glaube ich es. Na, ich glaube, wir sind fertig, ha? Huh? Wir haben, glaube ich, einmal alles umrundet. Hoho. Ja, ist das schön oder ist das schön? Ich finde, das ist schön. Perfekt, dann können wir uns, dann können wir ja da rausgehen. Und tschüss. Und ich hoffe echt, dass wir nichts übersehen. Mir kommt vor, nicht. Wahrscheinlich habe ich sicher irgendwo wieder ein Räumlein oder so übersehen. Kann mir locker leicht passieren. Aber ich bin jetzt mal im Glauben, dass es passt. Ja, das passt so. Ja, ja. Wenn wir mit diesem Gage hier eventuell mal dann Freundschaft schließen. Ich werde mit ihm nicht flirten. Nur Freundschaft schließen, dann werde ich bei passender Gelegenheit wieder entweder Cotsworth oder sonst Edda mitnehmen. Doggy lasse ich daheim, der ist mir zu widerspenstig. Alter, wo gehört da die Fahne bloß hin? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Fahne hingehört. Genauso wenig habe ich Ahnung, wo ich jetzt noch lang soll. Da unten ist nochmal so ein Roboter. Komm schon, du und ich. Guter Versuch, Arsch. Passt. Aber ich stehe noch. Ah. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Da oben wahrscheinlich noch. Das heißt, ich gehe mal das Zeug hier holen von dem Kerl. Und dann werde ich versuchen, mich zu porten. Das ist ein guter Anfang. Einfach weiterlaufen, dann passt das. Ja. Hä, wo ist jetzt der Roboter? Ah, da. Ich hoffe, da ist was Nützliches zu finden. Ah, da ist auch einer. Schau, pass auf. Dann nehmen wir wieder unsere Schrotti-Schrott. Komm her, Schrotti. Was war das jetzt gerade? Also ich hatte keine Blähung, ja? Nicht, dass man, dass ihr da auf komische Gedanken kommt. Das Delar-Theater. Ich sag jetzt bloß, das ist jetzt noch ein Dungeon. Mach mich schwach. Was geht denn da ab? Das ist keine Zeit, dass du da 30 Jahre brauchst, bis du hier fertig bist. Ich meine, es ist schön. Es ist ja auch ein DLC hier, ne? Luca-Cola World. Falls ihr das nicht wisst, das ist schon... Also das ist ein DLC vom Spiel hier. Aber es ist so groß. Ein Theater, wirklich. Es ist ein Theater. Oh, da wäre noch ein. Hopsi. So. Ja, ja, brenn nur schön. Ein Kotzi. Da ist da irgendwas? Na,
Nö. Ein rotes Kotzi. Böses Kotzi. Es ist ja unglaublich, wie groß das alles ist. Bist du gescheit? Ich meine, wir kriegen Sachen, wir kriegen Schrott, keine Frage. Jetzt ist das ist, glaube ich, jetzt nicht verbunden gewesen mit drüben. Ich schaue jetzt mal kurz. Könnte sein... Licht. Nein, nicht so. Das ist kein Licht. Ach, das ist auch kein Licht. So ist Licht. Na, ist definitiv wieder was Neues. Alter, ist das groß hier. Alter, wenn alle Gebiete so groß sind, wir werden ja nie mehr fertig. Ha. Alter Schwede, da müsste ich ja auch schon die Parts schon fast auf eine Stunde hochschrauben, damit wir hier besser vorankommen. Ich meine, das soll jetzt keine Beschwerde sein, das ist ja, ich finde es cool, aber... Aha, da hinten ist ein Kotzi. Ich mag es nicht, wenn es Beep macht. Da ist alles voll mit Roboter. Ist es schlauer, hier lang zu gehen? Oh, Kleiderhakel. Kleiderhakel, den nehmen wir gerne mit. Da. Was hast du angestellt? Der ist hin. Alle beide hin? Ja. Was machst du denn da? Psst, nicht so laut. Da drin sind ja auch welche. Ich wollte nur zuerst hier hinschleichen und das hier alles mitnehmen. Naja, vergiss, was ich gesagt habe. Was? Ein Starlight, irgendwas. Wah, au, woher? Na, nicht schon wieder. Da oben? Warum? Ich weiß nicht, wo ich mich stellen soll. Mami, hilf mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boom, ja, boom. Sind wir fertig? Speichern, bitte. Alter Schwede. Das ist so groß hier. Diese ganzen Erfahrungspunkte, ey, was du da zusammenkriegst. Bah, ja, ist klar, dass von da oben wieder so ein Krüppel. Na, von allen beiden wieder, ja. Ach, weißt du was? Scharfschütze von Gewehr. Der. Da oben ist er. Irgendwas habe ich, glaube ich, getroffen. Der ist weg. Nachladen. Ist er gerade da runtergefallen? Hey, das ist ja voll lieb. Da. Passt, der ist hin. Alter, das kostet. Meine Bauerrüstung schon zu schlecht. Weißt du, was ich jetzt killen werde? Wir haben ja einen Punkt offen. Weißt du, was ich jetzt killen werde? Den Arzt werde ich jetzt skillen. Ist mir sowas von wurscht. Weil dann wirkt nämlich Steampacks wirken nämlich ein bisschen besser. Ist mir wurscht. Achtung, Boss. Wir sind nicht allein. Irgendwie brennt er gerade. Fertig. Hoffentlich. Schrotthaufen. Danke fürs Runterfallen, das war sehr dienlich. Alter, Socken, Schulter sperren. Es ist so arg hier, ey, wirklich. Man
kann wohl alles verwenden, aber das... Ich weiß nicht, Boss. Sicher. Vertrau deinem Oberboss. Das haut schon hin. Da, schau. Ich hab dich gesehen, du Arsch. Entschuldigung, in dem Fall wirklich Arsch. Wie geil die das platziert haben eigentlich, ne? Streng gesehen. Oh, schau, lieb. Stofftierchens. Das sollen Tische und Bänke sein? Das war auch cool. Das ist echt eine coole Idee auch. Sowas hat es bei uns noch, also gibt es bei uns, weiß ich gar nicht, gibt es sowas in Amerika überhaupt? Wahrscheinlich, ne? In den Vergnügungsparks gibt es wahrscheinlich wirklich solche Sitzplätze. Ich kenne sowas eigentlich nur aus Achterbahnen oder so. Also nicht selber mitgefahren, aber von Filmchen oder so. Will hier jemand auf mich schießen? Ich glaube, dabei schaut es gut aus. Ja, das nehmen wir alles mit. Supi. So. Hallo, ihr Lieben. Ich bin die Zocki. Und, ich nehme hier alles mit. Ja. Irgendwie hört mir kein... War, au, 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 au. Au, au, au. Geht auf die Seite, Herrschaftszeiten. So, Hufen wechseln, wieder auf unsere Schrot. Komm her, scheiß Roboter. Ah, da ist er schon. Hallo. Oh, das war einer zu viel. Entschuldigung. Ja, genau. So. Warte, hier. Schlagstock hilft mir da nichts. Ich muss hier das da oben wegballern. Ja, ja. Wusch. Alles klar mit dir? Ja, er heilt sich schon wieder, Gott sei Dank. Ah. Diese Roboter. Na. So, haben wir hier noch irgendwas? Da, tatsächlich ein Pizzatablett. Boah, hör auf. Hör auf. Immer essen, immer. Da kannst du nur verleitet werden. Boah, ey, wie groß ist denn das schon wieder? Ich weiß nicht, warte. Bevor ich mich selber wieder mal verwirre, wir machen da hinten mal fertig. So, da. So, da machen wir mal fertig. Ah, ein Lift, alles klar. So, hier noch eine Schüssel. Ist hier noch irgendwas Gescheites? Ich glaube nicht. Hier, da, so, hallo? Nein. Alles klar. Dann hier und so. Tap, 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 tap. Tap, tap, hier haben wir... Ja, achso, nur zum Reinschmeißen für Sachen. Das ist... Na. Nein. Oh. Ja, ja, ja. Ja, schon gut. Da, Ruhe ist. Ich weiß, da hinten ist, da oben ist noch so ein anderes Dingens. Ach ja. Oder auch da. Boah, schön. Boah. Ein Safe, vielleicht. Komm her. Safe, safe, safe. Safe? Ja? Nein? Scheiße. Ja, nein, vielleicht. Ups. Alter, ist der Patch wieder zu Ende. Oh, es ist echt... Es tut mir so leid, aber ich will da alles mitnehmen, ne? Und ich muss echt sagen, für den DLC, die bieten da schon was. Also... Hä? Was? Psst. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wow. Auch wenn ich mich gerade wieder mal anstelle wie der letzte Depp, aber trotzdem finde ich... Wahrscheinlich hätte ich bis zu dem Punkt hier keine Ahnung. Wow. Was für eine... Was? Hast du schon umgeschossen? Na? Das hat auch Spaß gemacht, was, Boss? Ja. Freilich. Was wollte ich sagen?
Ich weiß, wahrscheinlich hätte es bestimmt eine bessere Powerrüstung und was weiß ich alles gegeben. Aber ich bitte für meinen Equipstand und Level und irgendwo Bipsch wieder. Ich hoffe, ich schlage mich nicht allzu schlecht. Das wollte ich damit sagen. Also ich bin glücklich und zufrieden eigentlich. Solange ich noch Munition habe. Dann schaut schlecht aus. Ah, komm her. Das ist noch mehr, da, noch mehr, mehr, mehr. So. Yeah. Ein D-Kessel. Ja, ein D ist auch was Feines. So. Ich trage schon zu viel mit mir rum. Dass sowas gibt überhaupt. Und der Part ist auch zu Ende. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, könnte ich hierher. Ja, ich kann mich hierher porten. Ja, ich werde rausgehen. Werde wieder unseren Schrott wegbringen. Und im nächsten Part machen wir hier einfach weiter. Außer ich komme wieder zu einem anderen Raum, der sich dann hoffentlich wieder verbinden lässt. Na gut. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.